Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK mit Wödan. Hallo, hallo. Und mir. Tadam. Take all from inventory. Ich wollte schnell nochmal... Eine Leiter und... Ein Dingens. Genau. Und ein Dingens habe ich zum Beispiel nicht gelernt. Aber ich. Und eine Leiter auch nicht. Habe ich auch beides gelernt. Na. Leiter hast du auch schon gelernt? Ich habe beides, ja. Ich habe doch alles im Boot da fertig gemacht. Junge. Stimmt, denn kannst du ja in den Crafting-Schrank gehen? Ja, ich brauche aber auch Fiber, glaube ich, bin ich der Meinung. Deswegen nehme ich auch mal Fiber raus. Oh Gott, meine Nase juckt. Das ist gerade ein bisschen doof. Aha. So, zwei Leiter, ne? Bin ich jetzt schon an der Leiter vorbei? Ja, zwei Leiter, dann ist sie bis zum Boden. Wir brauchen uns zwar eigentlich nur eine, aber bis zum Boden sieht es schöner aus. Zwei Leitern. Und wenn du kannst, setz sie am besten so ran, dass wir... Ich mach auch dann, entschuldige, ein Holzdingens, oder? Das habe ich ja gelernt. Trapdoor. Ja, yeah, wooden Trapdoor brauchst du. Ja, ja, ich sag auch, ne? Reinforcement Trapdoor brauchen wir irgendwann später, denn wenn wir eine Stone Edge Frame haben. Ja, so. Wo soll ich denn die ransetzen? Ich würde die Leiter so setzen, dass wir von hier so hochklettern. Ja. Und dann, wenn wir oben sind, hier lang weitergehen können. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Weil wenn du sie daran setzt oder daran setzt, dann fallen wir immer gleich vom Dach runter. Wobei das auch Schwachsinn ist, weil er so, ja später... So meinst du, stimmt's? Ja, genau, weil er ja später Wände sind. Also ist das auch Schwachsinn gewesen. So. Ja, cool. Und das müsste ich vielleicht eigentlich auch von hier setzen können. Hä? Ich habe Climb gemacht. Ja. Ja, und die hast du... Oh, meine Fackel ist kaputt. Meinst du noch an? Ich habe jetzt einfach nur so rangesetzt. Ja, so ist... Ah, geht zum Glück. Ja? Warte, ich komme auch manchmal mal hoch. Manchmal geht das nämlich nicht, weil... Oh, ich hasse die Tür das. Den Weg ist. Ich hasse das. Mit der Leiter manchmal. Tada, da bin ich. Super, hier ist unser Dach. Und da kommt die zweite Etage drauf. Jiha! Oh, nicht, dass ich hier runterspringe, aus Versehen oder so. Na gut, haben wir das ja auch. Ja. Warte. Noch kannst du runterspringen. Nein, kann ich nicht. Ja. Was war das denn? Ich bin irgendwie hängen geblieben. Ja, das war merkwürdig. Das wussten ich schon und deine Zuschauer bestimmt auch, dass du hängen geblieben bist. Alter, was? Lauf wieder weg. Dir. Nein, ich hau dich heute nicht. Aber nur ausnahmsweise. Wollen wir auf die Bootstour irgendwas mitnehmen? Ich habe immer noch eine Headframe im Inventar, die brauche ich ja nicht. Ich habe Fleisch total viel im Inventar. Rohes? Ja. Ja, ich habe überlegt, ich nehme mir meinen Bogen mit. Ja, mache ich denn und auch. Meine Pfeile. Das sind nicht nur deine Pfeile, die da drin sind, ne? Warte mal. Oh, ich habe Gammelfleisch. Einen wollte ich nicht. Rein damit in den Gammelfleischpott. So, ich habe die Hälfte Pfeile wieder reingelegt. Naja, ein weniger. Ja, ist nicht so schlimm. Alles cool. Und, ja, Fleisch sollst du vielleicht auch mitnehmen denn einfach? Ach, ja, Gammelfleisch. Ich hab, ah, schade, aber wir können nicht. Ich habe, Narkotics nehme ich mit. Genug, Fleisch. Gut. Auf jeden Fall. Ja, dann lass uns Boots touren. Boots-Touren. Ich kann nicht mehr... Was kannst du nicht mehr? Ich kann nicht mehr rennen. Ich schon. Ich nicht, wieso? Wähl mal irgendein Werkzeug aus. Und steck es wieder weg. Versuch mal jetzt zu rennen. Ja, geht jetzt wieder? Geht's wieder. Hä, was war das denn? Und woher weißt du das? Das Problem hatte ich letztes Mal, als wir Seven Days to Die gespielt haben. Dann habe ich das auch so gemacht und dann ging das auch wieder. Aber Seven Days to Die Tricks bei ARK angewendet. Ja. Wieso sollte es nicht funktionieren? Achso, ich gehe nach oben, ne? Oh Gott, hier wackelt das. Wieso? Zur Hölle. Weil ich losgefahren bin. Jetzt geht's auf Buratour. Das ist ja total das Portemonnaie, liebe Leute. Das gibt ich kann Schnaps die Treppe nicht und Zigaretten kosten. Ne, kostenlos nicht. Aber günstig. Hilfe? Mir wird schlecht. Ja, wieder diese Seekranken. Ja. Oh, nein! Da hinten ist ein Hai. Was habe ich gemacht? Ich habe die doof. Halt an! Bitte halt an! Wieso?
Ich bin runtergefallen und mich greift irgendwas an. Hä? Wieso bist du denn rot? Geh da weg, damit ich Drive drücken kann. Mich greift irgendwas an und ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich auch nicht. Und Piranha. Ja, dann fahr du weiter. Geradeaus oder so. Ja, ich sehe bloß nichts. Warte mal. Geht auch nicht. Verdammt. Wie fahre ich denn? Ach so. Tatsächlich, das wackelt ein bisschen. Soll ich kurz anhalten? Bist du auch runtergefallen? Nee. Wieso ich hab die blöd gebaut, oder? Nochmal umstellen. Das ist ja genau das, was ich vorhin bei der. Ja, deshalb darf ich nicht nachdenken. Beim Haus meinte, wenn da keine Wände sind, fällst du halt eigentlich sofort runter. Ja. Wenn du nicht richtig doll aufpasst. Aber wir können ja einfach Wände hinsetzen. Ja. Ich sehe nichts. So, vor uns, genau. Ich halt Ausschau nach eventuellen Tieren, die wir tamen können. Ey, geil, das Wasser ist richtig klar. Man kann richtig gut nach unten gucken. Ich weiß nicht, wo ich langfahren soll. Schippern. Und schippern soll. Fahr doch einfach geradeaus, da an die Küste. Und dann gucken wir da mal, was da los ist. Da hinten, da geradeaus jetzt? Ja, sollen wir einen Delfin oder einen Hai tamen? Ja, wäre ganz lustig. Da ist der Bronto, den ich vor. Da ist auch der Sarko und die kämpfen gerade. Der Sarko kämpft gegen eine Schildkröte. Gegen Carbonemis halt. Ne, gegen zwei Carbonemis. Aber der Bronto geht chillt da dran vorbei. Airdrops hatten wir auch noch gar nicht. Nein. Fällt mir gerade mal so ein. Oh, und da ist ein Hai. Genau da fahren wir hin. Ist da ein Hai? Da ans Ufer, würde ich sagen. Dann nehme ich die Rücktour und fahre die Rücktour oder so. Ja, das war jetzt doof. Ich dachte echt, mich greift ein Hai an oder so. Du kannst ruhig da... Ja, ich will hier ein bisschen drehen. Minimal, weißt du? Ich will ein bisschen schräg anhalten. Okay, es hat nicht geklappt. Oh, das ist ein Tridobite. Na gut, war ein bisschen hoch. Aber so ist gut, ne? So in Ordnung, oder? Oh. Der war ja... Wow. Der Keul sieht gut aus. Wie bitte? Der Fisch hier. Der eine coole Farbe. Der blaue, ne? Hab ich eben auch gesehen, dass du da rüber geheizt bist mit dem Boot. Ich hab ihn getötet mit dem Boot. Oh. Nimm das Fleisch mit. Hier sind natürlich jetzt Vögel ohne Ende. Pieks. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Pieks. Na. Lass dir das nicht einfallen, mein Freund. Vögel brauchen wir ja nicht mehr. Nee, da haben wir zwei jetzt stehen. Aber nehmen es, wenn wir sowas tamen wollen, ist es auch da hinten. Ich gehe mal hier den kleinen Hügel hoch. Und gucken, was dahinter ist. Was denn? Ein Haus und ein Airdrop und ein Raptor da drüben. Und Spino. Wo, auch noch? Dahinter, ja. Hinten beim Airdrop. Hallo, wem gehört das Haus? Wollen wir gucken. Uns nicht. Anal... Was? Okay. Ohne Analtrippen. Der hatte Spaß. Da ist ein Spino. Siehst du das? Oh ja, genau beim Airdrop. Hier ist noch ein Haus. Ist das auch von dem analen Krieger? Ja. Oh, und ganz viele Dilos. Hat er schon viele Dilos gezähmt? Ja. Die sind alle gleich tot, wenn das Spino kommt. Ich komme hier nicht durch. Wieso bist du da durchgekommen? Ah, jetzt komme ich auch da durch. Enter PIN-Code. Und ja, jetzt du darfst da jetzt auch nicht rein. Das ist ja auch PvE. Zwei Trikes hat er auch. Aber die gehen doch alle drauf. Ja, das kann man claimen. Okay, das gehört jetzt uns. Oh, nimm das mit, ja. Und der gehört jetzt auch uns. Komm mal schnell mit, Leute. Wir gehen schnell zur Seite. Hat er erkannt. Kann man die Dilos auch claimen? Wir gehen weg, komm, wir gehen weg. Kann man. Bin ich jetzt ein Arschloch? Kann man. Der ist da einfach super lange nicht mehr da gewesen. Dann nehmen wir sie mit. So ist Dinos beschaffen natürlich richtig leicht. Ich mache jetzt mal J, bist du weit genug weg? Nein. Ja, ich habe die hier da hinten abgestellt. Achso. Die konnte man alle claimen? Ja. Alle. Die haben sogar Level Up. Ja, lass uns erstmal weg hier. Die hier auch noch. Oh, die folgen mir jetzt auch. Na, ist ja egal. Jetzt habe ich einen vergessen. Ja. Komm schnell mit.
Ah, toll, wie kommen wir denn jetzt von hier aus? Oder einer muss ja laufen. Ja, dann laufe ich halt. Okay. Ist warte, bleib doch stehen, bleib doch stehen. Ja, ich. Oder wie weit willst du noch? Nee, ich bin stehen. Oder sollen wir die als Kanonenfutter verheizen jetzt mit dem Spino? Weiß ich nicht. Also das ist ja wohl. Also das ist ja auch. Keine Ahnung. Man muss sie doch auf Claim stellen, oder nicht? Ich hab die geclaimed, die gehören jetzt uns. Ja, ja, aber ich mein. Um die halt, wenn jemand anders. Damit du die claimen kannst. Du musst die unclaim eigentlich, genau. Ja, das hat er ja dann das gemacht. Das heißt, er hat vielleicht. Das gemacht. Wollte er vielleicht gar nicht mehr. Ja, genau. Aber er hätte doch die Tür aufgelassen, um uns die Sachen zu schenken, oder? Und ich glaube, wir können es auch nicht aufmachen, weil wir ja auf dem PvE-Server sind. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Spino. Ja, aber ganz ehrlich, ne? Das ist ja kein, ne? Ich weiß jetzt nicht, wenn er wiederkommt und sieht die Dinos bei uns. Ja, toll, jetzt können wir die. Willst du die jetzt wieder weggeben? Meinetwegen, meinetwegen gehen wir wieder zurück. Nee, zurückgeben ist eine doofe Option. Cool, wir haben schon zwei Schränke. Ich habe den Airdrop eingesammelt. Ein Mortar und Pestel neu und zwei Schränke neu für unsere neue Reihe. Das war natürlich. Willst du denn einfach zu den Spinnen rübergehen mit den Tieren oder was? Dino? Oder sollen wir versuchen, ihn zu tamen? Obwohl der richtig derbe viel Narkotik braucht. Ja, der braucht richtig viel. Ja, also. Spino ist echt viel immer. Das ist Level 24. Ich glaube, der braucht gut. Alter, auf der anderen Seite sind auch Strukturen. Da würde ich auch gerne nochmal hin. Hast du es gesehen? Da ist aber ein Raptor, ne? Ja, aber den Raptor können wir vielleicht tame. So, was willst du jetzt? Weil der ich Spino, wenn er mich sieht, dann kommt er her. Hey, ich laufe die ganze Zeit beim Spino vorbei immer, auf der anderen Seite des Flusses. Und ja. Da drüben ist auch ein Lagerfeuer, zwei, vielleicht ist da Kohle drin. Lass versuchen, den Raptor zu tamen, oder? Du willst ja, achso, den Raptor, ja. Muss ich das nicht machen? Jetzt nicht mehr. Achso. Warte, ich muss das mal ausrüsten und hinterher schwimmen. Oh, die sind aber so extrem schnell. Ja, Raptoren sind wirklich sehr, sehr schnell. Dass du die echt nie triffst. Ich hoffe, der hat jetzt nicht so ein heftiges Level. Ich habe ihn, glaube ich, nicht getroffen. Lass mich jetzt einfach die ganze Zeit angreifen. Ja, du. Jetzt bin ich aber gleich tot. Ja, ich treffe. Jetzt der Dorf. Oh, warte. Ich habe richtig derbe Glück gehabt. Fleisch habe ich. Wir lassen ihn sonst so hungern erstmal. Achso, okay. Na gut, ich bin gleich tot. 27, wow. Aber. Ups, ich wollte es nicht einmal. So, die Kohle und das Holz klauen. Ich weiß auch nicht, was wir mit den Dinos machen hier sollen. Hier sind drei Schlafsäcke, also für drei Personen vielleicht. Analschwimmen, Analschwimmen, Analschwimmen. Es ist ja nur die Dinos. Mr. Kaviar. Und hier sind auch nochmal vier Betten. Ja. Keine Ahnung, Demolish allowed. Das heißt, die sind einfach so lange nicht mehr da gewesen, dass du das alles kaputt machen darfst, sogar als normaler Spieler. Ja, deswegen dann sind nämlich die Dinos auch unclaimed gewesen, weißt du? Na gut, dann nehmen wir sie mit. Ja, würde ich auch sagen. Hier ist Kohle drin, zack. Das ist meine Kohle. Kohle. Genommen. Ja gut, dann nehmen wir sie mit, wenn er jetzt nicht auf einmal der Dingens da. Wir dürfen die kaputt machen hier. Warte mal, kriegen wir denn Ressourcen daraus? Nee. Nee, ne? Keine Ahnung. Na, dann bringt uns das ja nichts. Nee, das muss stehen. Nee, ich habe kein Leder gekriegt, da würde man ja normal Leder rauskriegen, oder? Weiß ich nicht, ja, eigentlich ist schon. Brauchst du mit Leder? Und diese? Na gut, wenn das so ist, weil wenn nee, wenn halt irgend das ist ja sowas wie wegwerfen. Wenn du das, ne? Ja.
Wie heißt es nochmal? Aber diese kann man nicht. Ach doch, kann man auch. Dann ist es einfach wegwerfen und dann. Schade, dass man keine Ressourcen rauskriegt. Können wir das auch drüben machen? Warte, ich schwimme mal rüber. Oder warte, soll ich das Fleisch? Ja, da können wir vielleicht eine Wand wegreißen und dann können wir da rein, ne? Das wäre eine Idee. Sollen wir mal gucken? Wenn das so ist. Sonst könnte man das ja nicht. Das würde ich natürlich geil finden jetzt. Oder die Tür einfach. Dummlich. Tatsächlich. Krass. Moin. Oh, das sieht aber lecker aus. Ist doch gar kein Dach drauf. Smitty, Holz und Leder. Ach, hier ist auch Enter Code, Code, Code. Ja, warum sind die alle kaputt schon halb? Sie sind doch ein bisschen angeditscht, oder? Ich weiß es nicht. Sehen die Schränke irgendwie angeditscht aus? Oder die Schränke, oh, 3 Dilo-Eier. Brauchen wir Fiber? Ja. Fiber habe ich jetzt liegen gelassen. Oh, 27 Narcotics. Auch nicht schlecht. Ah, PIN-Code. Ja gut, dann. Aber guck mal, wir können die auch demolischen, dann müsste dann Rucksack liegen. Wenn das drin war. Wenn das drin war. Scheint aber nicht so zu sein. Das ist ja auch. Eigentlich ist das ja ziemlich cool. Hier ist da mal weg, damit ich den Rucksack sehen könnte. Die Dinos haben auch alle voll Hunger. Aber gut, die Dinos nicht. Kein Rucksack. Da. Ist nämlich ein Rucksack. Noch ein Kochpott und noch ein Wasserschlauch drin gewesen. Nicht right. Also ich sehe das jetzt nicht als geil. Nee, weil ich wie bin schon gesagt, wenn du das anclaimst. Ich bin ein Cumbered, kann ich da was in die Tracks packen? Ja, bestimmt. Das sehe ich aber auch überhaupt gar nicht. Oder ist es irgendwie falsch eingestellt? Das ist natürlich dann doof. Aber. Ja, aber da können wir ja auch leider nichts für. Aber dann. Dinos anclaim ist halt, finde ich, wie wegwerfen. Oder? Das nehmen wir mit. Kann man so sagen. Da war ja auch die Tür auf. Oh, ganz viel Setch, das brauchen wir nicht unbedingt, oder? Nee, das ist. Da kannst du alles Demolition machen, ne? Ja. Ist ja krass. Holz kann man ja immer mitnehmen. Das aber ich bin ein Comrade. Setch und Fiber lassen wir da dann, ne? Ja. Kannst du mir was abnehmen? Ja, warte. Oh, und das nehmen wir erst recht mit. 600 Leder. Ui. Wo bist du denn? Da. Warte, kannst du. Mindestens 100 Holz kannst du ja nehmen, ne? Ja. Vielleicht noch. 80 mehr. Ja, super. Jetzt muss aber auch was wegpacken. So, der Rest ist Setch. Und in den anderen Zeugs ist nichts mehr drin. Ja gut, das ist natürlich Glücksfall für uns. Ach, da liegt ja auch total viel drin. Aber voll ist noch nicht. Ja, da habe ich eben die Sachen reingeschmissen. Ja, mach ich auch gerade mal. In den Zeugs ist. Ach so, wir haben noch den Raptor da hinten liegen, weißt du, ne? Ach ja. Sollten wir uns vielleicht drum kümmern. Achso, ich brauche mal gar nicht. Boah. Ja, geil, ey. Das ist ja wie. Das ist ja wie PvE. Ja, PvP meinte ich. Wird mitgenommen. Wo ist denn der Raptor? Ach, da hinten ganz. Ich hab Fleisch. Uncondition ist reicht noch gut. Soll ich jetzt was zu essen geben? Oder immer noch nicht? Mal gucken, wie viel Hunger er hat. Warte mal. Ah, 1070 schon. Lass ihn noch ein bisschen und dann wird das ein Insta-Tame. Okay. Level 27 ist er vor allem schon. Der wird bestimmt 35 oder so. Keine Ahnung. Oder 37 bestimmt. Ich schätze auf 37. Da hinten ist ein Airdrop. Ist der weit weg? Ja, ne? Weiß ich nicht. Das kann ich dunkel. Von hier nicht wirklich einschätzen. Ähm.
lass ihn mal noch bis zum O oder so runterarbeiten und dann förderst du ihn. Du fährst das Boot ja bestimmt zurück, ne? Ja. Weil das ist jetzt schon eine Überlängenfolge. Oh. Und wir müssen ja noch ein ganzes Stück zurück. Ich würde dann die Dinos jetzt schon mal mitnehmen. Ja. Mit was? Ja, füttern. Das ja, füttern mit Fleisch am besten. Ja, aber er braucht ja auch irgendwas. Na, kann ich ja an dem Dino. Warte mal, ich will mal gucken. Krieg ich mal hier ein bisschen Metall raus? Minimal. Hattest du Narkotics oder sowas? Hatte ich ihm nichts gegeben? Nein. Rauche aber wahrscheinlich auch nicht. Bist du sicher? Wie viel soll er verhungern? Also bis er zum O ist, bist du sicher? Und dann soll ich ihn essen geben? Würde ich sagen, ja. Na gut. Ich habe auch keine Narkotics leider jetzt. Die sind aber in den Trikes drin. Wenn du möchtest, kannst du die ja abholen schnell. Ja, ey. Mann. Wo hast du die jetzt hingelegt? Im Trike sind die drin. Achso, weil du wegrennst. Nee, ich bin umgedreht. Achso. Ja, gut. Wenn jemand Dinos wegwerfen möchte, dann nehmen wir sie. In dem hinteren Trike, glaube ich, müssen auf jeden Fall welche drin sein. Ja, da oben. So, 100, 180 Stück. Ja, 100 reichen ja wohl. Ja, 2 reichen ja auch wahrscheinlich. Soll ich ihm noch Narkotics denn geben? Füttern und Narkotics geben, stimmt's? Ah, der eine Dino. Ja, der streikt Raptor, natürlich wieder. Den kann ich auch nicht mit aufs Boot nehmen, oder? Da ja dem Trike folgt und nicht mir, reiß ich einfach mal hier die Ecke weg. Dann muss der losrennen, ne? Super. Es ist natürlich dunkel. Oh, getamed. Instant, ne? Mhm. Super. Das hatte ich vor. Ja, ich habe jetzt natürlich keinen Namen. Ach ja, wir haben ja immer Runner. Ob jetzt ein Sie oder er ist, ist egal. Du folgst mir. Wo ist denn eigentlich unser Boot? Ich habe keine Ahnung, wo unser Boot ist. Ich weiß, dass ich hier rüber muss. Da rüber zum Haus und dann den kleinen Hügel rüber. Und dann stehst du genau vor dem Boot. Ja, ne? Ja, du weißt ja, meine Orientierung ist nicht die beste. Ich muss erstmal eine Stelle finden, wo es nicht ganz so weit ist. Hier greift ihr das an. Nein? Seid ihr nicht auf Attack Your Target? Nein. Schade. Die auf neutral gestimmt. Ach, dann hau ja. Attack Your Target wäre schöner gewesen. Ja, stimmt. Wegen den ganzen Trilobites hier und so. Die hätten jetzt alle noch weggenascht. Ja gut, da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Aber wenn ich die jetzt alle noch platthauen würde. Silverleg, ey. Komm hart. Ja, hatte ich eben auch ganz doll. Ja, wo ist denn das Boot? So, ihr kommt mit, oder? Hä? Da hinten, ja. So, Leute, wir müssen jetzt darüber schwimmen. Da. Ihr wisst Bescheid? Alles klar. Auf die Plätze, fertig, los. Es ist ein langer und beschwerlicher Weg. Und es werden Piranhas kommen, wahrscheinlich. Da das hier ziemlich tief ist, könnte hier sogar ein Hai sein. Das glaube ich aber eigentlich nicht. Komm. Ja! Geil. Keine Raptoren. Ja, habe ich mir gedacht, dass du auch die Dilos und so. Vielleicht bin ich nicht, wo ich hin muss. Hier auf jeden Fall zurück. Na super, ihr habt es ja alle geschafft. Dann müssen wir hier lang. War ich hier richtig? Ich muss aufs Meer. Na los, komm alle mit. Ich verfahre mich. Fasst euch an die Hände, bildet immer Zweiergrüppchen. Was? Super. Was geht denn da? Wir sind eigentlich nur geradeaus gefahren, oder? Wir sind geradeaus gefahren. Die ganze Zeit, oder? Ja, na, mit den 2 Grüppchen wird das da hinten nichts.
Was machst du denn da? Und Piranhas werden gerade getötet. Piranha Level 100 vor allem. Und noch ein Piranha. Seid ihr jetzt fertig? Ja. Piranha Level 100. Das ist schwer, ey. Also, jetzt mit diesem Monsterboot, meine ich. Wieso geht ihr denn immer wieder zurück? Ihr sollt hierher kommen. Ach, da vorne ist schon ein Stein-Dings. Hier irgendwo muss dann ja auch unsere Base sein. Also, die Trikes werden wohl draufgehen. Wieso? Weil die einfach gar keine Lust haben, mit mir zu kommen. Die rennen einfach immer wieder ins Wasser. Achso, reitest du nicht auf einen Trike? Nee, dann hast du ja, ist ja immer nach 3 Schritten Stamina leer. Die Sache ist die, wo ist unsere Hütte? Bist du noch ein Stück weiter oder bin ich schon zu weit? Ach ja, scheiße, das Sarko. Wie viele Dilos waren das, so? Weißt du das zufällig? Nö, keine Ahnung. Das waren viele. Ich hab die auch nicht gezählt. Ja, ja, das Sarko hat Lust auf mich. Das Sarko hat Lust auf dich? Das hat jetzt Hunger. Hat es Lust auf meine Viecher. Ist nicht hier ein... Oh, ah, das stimmt. Die haben das Sarko so richtig schnell zerfetzt. Ja? Ja. Na gut. Mit den Dilos loszugehen, zu der Stelle, von wo wir gekommen sind, die auf Attack Your Target zu stellen, und denn die Trilobites anzugreifen, ich glaube, das ist sinnvoll. So. Und, bist du schon in der Nähe von zu Hause? Ich bin schon da. Toll, ich versuche mich zu beeilen. Vielleicht schaffen wir es in einer halben Stunde, die Folge zu beenden. Also, dass sie insgesamt eine halbe Stunde lang ist, nicht jetzt in einer halben Stunde. Soll ich dir irgendwie helfen oder so? Dir mal entgegenlaufen? Kannst du gerne machen, um mir psychischen und körperlichen Beistand zu leisten, aber eigentlich... Was hat der Fliege denn hier vor? Weil über du den kannst letzten mir eh nicht helfen eigentlich. Fluss bist du noch nicht, ne? Nee, bin ich noch nicht. Ah, ich sehe deine Fackel. Stimmt, ich hätte auch schon die ganze Zeit meine Fackel anmachen können, wenn meine Fackel nicht kaputt gewesen wäre. Yeah, jetzt ist es schon meine ganze Folge lang dunkel, dann muss ich jetzt auch nichts mehr machen. Ich sehe euch alle. Die wollen mich angreifen. Trikes, helft mir. Ich bin unselbstständig. Und zack, 2 Dilos weg. Oh, und hinter denen ist noch einer. Und zack. Nochmal 2 Dilos weg oder so. Ja, komisch, dass das so ist, ne? Und hepp. Komm, das schaffen wir. Ja, wir sollten mit dem Boot öfter losfahren und Basen suchen, wo einfach Dinos vorstehen, die wir claimen können. Wozu tame? Wenn claim. Das war jetzt ein Glücksfall halt, ne? Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Uah, Hilfe! Lasst mich in Ruhe! Also, claim statt tame, das ist die Devise. Nee, eigentlich ist tame ja, da hast du es ja selber gemacht. Ja, klar. Das ist... Selber besorgt und so, ne? Aha. Aber, naja, aber wenn die gar nicht wiederkommen und du das alles kaputt machen kannst, dann, ne? Zumindest kann man auch die Sachen mitnehmen und so, das war doch ganz nette Abwechslung mal. Das war ein kleines Stückchen PvP auf einem PvE-Server. Jetzt haben wir natürlich schon einen schönen Fuhrpark. Ich stelle die mal hier ab, oder? Ja, irgendwo halt, ne? So. Ich bin drin.
Und auch Runner am Start hier. Mhm. Level 39. Mhm. Super. Die Dachluke ist auch dicht, jo. Ja, die Dachluke ist auch dicht. Super. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Yep. Aus dieser merkwürdigen Folge. Merkwürdig nicht, toll. Aber zu lange wahrscheinlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bedanke mich auch. Wir sind raus. Ciao. Tschüss.